Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Und wir sind mal wieder zu dritt von der Partie und heute geht es natürlich um die altbewährte Serie The Boys. Ich meine, wenn ihr die Vote News verfolgt habt, also 7-7, wisst ihr genau, was abgeht. Ihr wisst, was das für euch heißt. Schnappt euch eine Fresca, setzt euch auf eure Ärsche und hört verdammt nochmal zu. Und um das hier ein bisschen zusammenzufassen, wird euch Kosta jetzt nochmal den Inhalt der zweiten Staffel ein bisschen präsentieren, bis wir was über das Ende sagen. Dann wird Dennis allgemeine Inhalte präsentieren und dann gehen wir natürlich auf einzelne Fakten an, wie zum Beispiel Soldier Boy alias Dean Winchester. Also Kosta, sag uns doch mal was zu der zweiten Staffel von The Boys. Die zweite Staffel war im Großen und Ganzen vor allem ein Aufstieg und Fall diverser Helden. Wir haben gesehen, wie A-Train wirklich im Mandalore war und am Ende der Staffel wieder bei den Seven ist. Wir haben gesehen, wie The Deep zu viele Frescas getrunken hat und letztendlich nicht aufgenommen wurde. Stormfront kam, hat mit Propaganda einige für sich begeistert und wurde letztendlich von Ryan, dem Sohn von Homelander, getötet. Ja, Homelander hat einen Sohn und dieser hat sich auch letztendlich für Butcher entschieden und ist jetzt auch Ryan Butcher. Und das Interessante hierbei ist, dass er sogar noch mächtiger als Homelander selbst ist und Stormfront einfach mal getötet hat. Zudem haben wir hier auch Victoria Newman, die ebenfalls die Massen für sich begeistert. Noch dazu arbeitet Hugh Campbell jetzt bei ihr und Starlight scheint jetzt sich auch von den Seven abgewandt zu haben. Des Weiteren haben wir hier natürlich Edgar, der die ganze Zeit was zu verheimlichen scheint und letztendlich auch gewonnen hat. Homelander scheint hier recht depressiv zu sein und hat am Ende auch eine Krise mit sich selber, wie scheint. Dass er der Warte, stopp mal kurz. Ich muss das Video kurzzeitig unterbrechen, weil wir müssen auch mal einen Shout und ein Dankeschön an unseren Sponsor aussprechen. Dankeschön an Fresca. Trinkt eine Fresca, genießt sie. Genießt den Sommer, genießt den Winter, genießt sie mit Fresca. Dankeschön. Gesponsert von der Church of Connective. Fast vergessen. Und das war im Großen und Ganzen auch das Wichtigste an der zweiten Staffel. Aber letztendlich ist natürlich auch die Fresca das Wichtigste gewesen. Und damit würde ich überleiten an Dennis, der uns die aktuellen News zu The Boys vorstellt. Ja, die ersten beiden Staffeln haben wir jeweils im Oktober bzw. November erhalten. Dieses Mal wird es wohl nicht der Fall sein, leider durch die ganze Corona-Pandemie. Gerade mit dem Lockdown Ende letzten Jahres verschiebt sich leider alles ein wenig. Sie sind endlich mit den Dreharbeiten im September diesen Jahres fertig geworden und jetzt rechnet man damit, dass es entweder im Dezember diesen Jahres oder wahrscheinlich eher Anfang nächsten Jahres endlich erscheinen wird, aber lieber früher als später. Okay, auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben natürlich eine Fresca getrunken, als wir dieses Video aufgenommen haben. Ihr wisst Bescheid. Und als nächstes würde ich euch mal gerne den Charakter Soldier Boy vorstellen. Mit Soldier Boy haben wir hier einen genialen neuen Charakter. Mit genial meine ich, dass er von Jensen Ackles gespielt wird, was ich meiner Meinung nach als sehr genial empfinde. Auch weil Bobby Singer natürlich bei The Boys mitspielt. Ich meine, Soldier Boy wurde bereits schon von Edgar erwähnt, als Homelander und Edgar dieses mega coole Gespräch hatten. Als Homelander mal den cool markieren wollte und Edgar einfach gezeigt hat, er hatte eindeutig den längeren im Business. Das war natürlich auch absolut klar. Und Soldier Boy war natürlich ein Kriegsheld aus dem Zweiten Weltkrieg, der auch so bekannt wurde. Im Prinzip ist er eine unglaublich lasche Version von Captain America. Der hat sich wirklich schon auf dem Kriegsschauplatz eingepisst. Also no joke, in den Comics pisst er sich teilweise ein. Er ist unglaublich ängstlich, ein extremer Feigling, aber ein absolutes Statussymbol, der als Held hervorging. Das ist absolut genial gemacht. Also wirklich so eine Captain America Version, die unglaubliches Weicher ist. Ich bin nicht genau sicher, wie man das hier mit Jensen Ackles umsetzt, aber man könnte das ein bisschen so performen, wenn ihr Supernatural gesehen habt, dann kennt ihr diese eine Szene, als Dean die ganze Zeit Angst hatte und bei allem ungefähr ängstlich reagiert hat. Ungefähr das könnte man auch machen bei dieser Performance, war ja auch genial. Wir blenden auf jeden Fall nochmal dieses kurze Katzending ein. Ihr werdet jetzt eingeblendet. Jetzt genau wisst ihr, was ich meine. Genau das meine ich. Das könnte man perfekt machen, um einen Soldier Boy zu etablieren. Das ist genial. Aber ich glaube, dass die Serie ein bisschen ihn verändern wird. Also wir werden ihn wahrscheinlich ein bisschen interessanter behandeln und ich glaube, mehr auf den Charakter per se eingehen. Weil man könnte in den Comics auch vermuten, dass er vielleicht doch jemand Cooles ist. Also wer One Punch Man gesehen hat, King. Absolut King. Das wäre hier ein perfektes Vergleich, muss ich sagen. Ansonsten, wie gesagt, guckt weiter in die Vogue News und Dennis, sag uns doch mal, was sonst noch passieren könnte.
The Boys ist keine Serie, die irgendwie großartig Marketing braucht, aber sie machen das trotzdem mit Wort-News natürlich und bringen da immer wieder verschiedene News auf YouTube online und zeigen da eben auf, was in der Zwischenzeit von Staffel 2 zu 3 alles passiert ist. Und warum machen sie das? Wir werden einen Zeitsprung erhalten am Anfang von Staffel 3 von ein paar Jahren und werden dann erfahren, was da genau passiert ist. Jeder wird da irgendwie seinen Weg weitergegangen sein. Wir haben ja auch am Ende von Staffel 2 so eine Art kleines Ende erhalten, dass jeder erstmal abgeschlossen hat mit dem, was bisher passiert ist. Und daher werden wir jetzt in einem Zeitsprung erfahren, was dann genau weiter passieren wird. Außerdem haben wir verschiedene Infos bezüglich dem Spin-Off bekommen. Das Spin-Off wird vermutlich Ende nächsten Jahres oder übernächsten Jahres dann endlich erscheinen. Und was wir bisher darüber wissen, ist, dass es um ein College gehen wird, das von Ward finanziert wird, um Supes zu trainieren. Und dort wird es dann um verschiedene Teams gehen, die da eben in Arena kämpfen, ihre Stärke testen und sich danach oben abmitarbeiten möchten. Hier muss man auch sagen, dass man vor allem hier auch rausgefunden hat, dass Newman halt auch eine Soup ist. Und wenn wir schon dabei sind, wir haben ja noch die ganzen Anstaltsinsassen dort, die auch alle jetzt frei sind. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall ein oder andere Schädel platzen wird. Und vor allem haben wir hier auch diverse Möglichkeiten für neue Charaktere. Und jetzt entstehen halt mit der Zeit immer mehr Fraktionen außerhalb von Ward und natürlich auch den Boys. Und das ist halt das Interessanteste, finde ich, an der Staffel jetzt, dass es halt jetzt noch mehr werden. Und dass wir vor allem auch nicht von jedem Charakter bis jetzt alles wissen. Allein Black Noir weiß man bis jetzt eigentlich gar nichts. Einen Moment, ich kriege gerade die Information rein, dass Homelander gestattet, keine Videos mehr, die länger als 7 Minuten gehen. Deswegen, vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das nächste Video erscheint, wenn Homelander erneut die Welt gerettet hat. Greetings. As a new employee, I would like to personally welcome you to the Vought family. You're now a part of a company that's part of everyone's daily lives. From our customer-facing member services like Vought Elite Now and Vought Black Card Credit Accounts. To our consumer products arms that sell the goods that you need for success and the food that you need to stay nourished. To help Vought serve in its latest role as a protector of the American way of life at home and abroad. Win, baby! Do it for America. Do it for Vought.